um uns irgendwo zu unterstützen, offensichtlich. Frederika haben wir auch gewonnen. Dann geht ihr ebenfalls nach Kopenhagen. Oder mal hierhin, damit wir nicht zu viel Abnutzung erleiden. Auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das dann nicht zusätzliche Abnutzung bringt. Aber ich muss mal ganz kurz weg. Und es geht auch schon weiter. Entschuldigung, die kurze Störung. So, ja. Was ist... Ja. Autospeichern. Was war das gerade für ein Symbol? War zu kurz nur da. So, würde Dänemark mir schon die beiden Provinzen geben? Frieden verhandeln, Tribut fordern, das und das. Nein, würden sie nicht. Na gut, wenn wir ihre Hauptstadt aber bald haben, glaube ich, könnte sich das sehr schnell ändern. Ach ja, was waren nochmal meine Seeziele? Kopenhagen und Malmö auch. Okay. Von Schweden muss ich also noch Malmö übernehmen. Ist das jetzt schon wieder Autospeichern? Nein, das war jetzt einfach nur so ein Hänger. Warum auch nicht? So, wenn ich euch jetzt dorthin schicke und mit den 37 gleich weiter irgendwo nach Schweden einmarschiere. Okay, Problem ist... Ja, gut. Ihr geht dann bitte nach Malmö. Hoffentlich geht das. Also hoffentlich ist das erfolgreich. Was machen denn hier immer diese kurzen Hänger? So, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas bringt im Kriegskorps, wenn ich die kleinen Provinzen auch übernehme. Aber machen wir es mal. Das will ich sagen. So, müsste Malmö jetzt nicht sofort übernommen sein, weil es keine wirkliche Verteidigung hat. Und ich glaube, euch schicke ich lieber mal nach Kopenhagen. Und ihr wollt offensichtlich meine Armee irgendwo aufreiben, oder? Gut, liefern wir jetzt noch eine Schlacht mit euch. Wenn ihr wollt. Ich habe kein Problem damit. Und ihr flieht nach... Malmö, Malmö. Dann auf nach Malmö, Malmö. Und ich habe anscheinend wieder arbeitslose Offiziere. Egal, geben wir sie mal irgendeiner Armee. Ich hoffe, diese Armee hat ebenfalls Offiziere. Ja, dasselbe sollte ich jetzt mal für jede Armee überprüfen. Sehr gut. Scheinen alle in allen Einheiten Offiziere zu haben. Und ich glaube, mit dieser Armee könnte ich mal hier unten anfangen, Baden und Württemberg zu übernehmen. So, und ihr Dänen, wie viel Kriegskorps haben wir? 41. Sie würden mir immerhin schon Hamburg geben. Aber dazu noch Kiel wäre noch zu teuer. Insgesamt muss es aber irgendwann gehen. Und wenn es nicht durch Kopenhagen geht, muss ich wohl hier oben irgendwie einfallen, auch wenn ich das... lieber vermeiden würde. So. Nochmal die Schweden besiegt. Die gehen jetzt nach Helsingborg, was auch immer zur Hölle wieder mal. Oh, und die andere Armee von ihnen kämpft noch gegen uns. Auf nach Helsingborg wieder. Und wir waren erneut siegreich. Die gehen zurück nach irgendwo. Ja, auf nach Malmö. Wieder mal. Haben wir noch nie gehabt. Und jetzt belage ich mal Malmö und Kopenhagen ein wenig. So, es hängt hier aber in letzter Zeit recht gerne oft. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Malmö gehört uns. Dann marschieren wir dorthin. Schlacht von Hamburg? Oh nein. Das habe ich jetzt vollkommen übersehen. Und auch keiner mehr in der Nähe. Dann muss ich mit denen dorthin gehen.
Wie kann ich das nur übersehen? Ich bin noch so verpeilt. Okay, haben die da unten irgendwelche Verbündeten schon? Nein. Dann greifen wir zuerst mal Baden an, bevor Frankreich das tun kann. Und wisst ihr was? Warum nicht Doppelkrieg? So, auch nach Stuttgart mit euch. Stufe 4 bitte. Schlacht von Kiel verloren. Hatte ich dort auch noch Truppen stehen? Warum weiß ich das alles nicht? Habe ich sonst... Ach so, nein, das waren nur vermutlich die Truppen im Vor, oder? Das war ein Vormachtstellungsziel auch noch. Das ist natürlich ganz schlecht. So, hier unten scheinen wir siegreich zu sein. Das war aber auch zu erwarten. Dann... So. Ich muss mich hier wirklich langsam mal zurechtfinden lernen. Gehen wir hier nach Karlsruhe. Stuttgart haben wir wieder mal was gewonnen anscheinend. Okay. Whatever. Ja, und ihr dürft dorthin gehen. Und zwar bitte im Eiltempo. Ach, da, das könnte ich ja einstellen. Obwohl, eigentlich habe ich keinen Stress mit der Armee. So, und gegen die Schweden werde ich dann vermutlich hier bald Abnutzung erleiden. Und bitte, Spiel, hör auf zu hängen, komm. Jetzt kämpfen wir noch gegen die anderen Schweden hier. Und jetzt fliehen sie nach Kalmar. Soll ich sie verfolgen? Nein. Übernehmen wir erstmal Karlskrone oder wie immer das auch heißt. So, würdet ihr uns schon Stralsund geben? Nein. Kopenhagen sieht auch noch nicht so gut aus, offensichtlich. Gut, dann sind wir wieder mal hier unten hin. Hier haben wir gerade gewonnen. Sehr schön. Nein, hier kämpfen wir gerade. Okay, aber das müsste siegreich ausgehen. Kopenhagen haben wir übernommen. Immer noch der gleiche Kriegsstand. Okay, vielleicht wird das erst am Tagesende geupdatet. Ihr geht dann mal nach Ulm, bitte. Militärzugang wollen die Ottomanen. Wozu denn bitte? Naja, wisst ihr was, warum nicht? Ich habe kein Problem damit. So, okay, sie haben es hier noch hingeschafft rechtzeitig. Und in Ulm damit die Feinde vernichtet. Dann könnten wir hier eine kleine Belagerungsarmee zurücklassen. Kann ich das hier irgendwo schnell machen? Nachschubgarde ausgliedern. Okay, klingt gut. Machen wir das mal. Meine Häfen werden blockiert. Oh nein, wie schrecklich. Wieder mal ein bisschen Lag. So, und jetzt bitte geht nach Freiburg. Friedensangebot von Dänemark. Odense geben sie ab. Nein. Wir wollen alles da unten. Ah, und ich weiß jetzt auch, wieso ich hier so wenig Kriegskorps habe. Das hätte mir auch irgendwie selber klar werden können. So, hier marschieren wir noch weiter in schwedisches Territorium. Sicher klug. Und ich hoffe einfach, dass die Russen mir nichts tun. Wenn die jetzt angreifen würden, wäre ich natürlich vollkommen verloren, wirklich. So, was war das hier für ein Button? Nachschubgarde ausgliedern bitte und ihr marschiert noch nach Karlsruhe. Damit haben wir dann alles hier unten belagert. Sehr gut. So, welche meiner Armeen sind denn bitte schlimm out of supply? Die hier und die hier. So, okay.
akzeptabel. Ihr habt eh Generäle, ja. Dann auf nach Lübeck. Wir werden die dummen Dänen hier wieder aus unserem Land rausscheuchen, die glauben, uns angreifen zu können. Halmstedt oder was auch immer das ist, haben wir auch gewonnen. Wunderbar. So, hier gewinnen wir gegen Dänemark. Wunderbar. Kann ich Kiel... Versuchen wir mal, ob ein Sturmangriff gegen Kiel hier zum Beispiel jetzt erfolgreich ist. Dann nochmal eine Schlacht gegen die Dänen gleich. Und irgendwo auch noch eine Schlacht gegen die Schweden. Es geht ja ab hier. Also, uns wird durchaus nicht langweilig. So, ihr geht nach Hamburg, war klar. Verfolgen bitte. Hier machen wir wieder mal das Nachschubgarde ausgliedern, um dann diese Armee vernichten zu können. Die gehen jetzt wieder nach Karlsruhe. Heiteres Hin- und Her-Springspiel hier. Und eine neue Idee können wir einführen. Und es leckt noch immer durchgehend. Ich weiß nicht warum. Es tut mir wirklich leid. Risiko nationaler Aufstände. Klingt auf jeden Fall nützlich. Nehmen wir mehr preußische Ideen. So, wartet mal. Ulm wird nicht wirklich belagert. Und Freiburg nicht wirklich. Und Karlsruhe auch nicht wirklich. Dann könnten wir hier von unserer großen Armee noch eine Garde abspalten. Und noch eine und noch eine. Wann wird denn hier belagert? Okay. Was auch immer. Und ihre kleine Truppe flieht nach Tübingen. Auf. Okay, die haben wir jetzt offensichtlich vernichtet. Dann auf zu denen. Ulm und Freiburg haben noch Probleme, belagert zu werden. Dann lassen wir hier noch ein paar Truppen stehen. So, anscheinend müssen wir von Stuttgart aus angreifen. Wenn sie wollen, mir ist das ja ziemlich egal. Ach, Dänemark. So, was ist das hier? Hamburg. Dieselbe Taktik. Uff, sehr mikrointensiv schon wieder. Hier muss ich mal ja ehrlich zugeben, aber ist doch klar, dass bei so einem Spiel hin und wieder mal Micromanagement gefragt ist. Kiel haben wir gewonnen, auf nach Hamburg. Kiel und Schleswig würden sie mir geben, ich will aber Kiel und Hamburg. Schleswig, nein, das ist Stralsund, okay. Okay, Hamburg geht wirklich anscheinend noch nicht. Nein. Okay, die fliehen jetzt wieder irgendwo hin. Auch okay. No problem. Problem. Probably. So, was wird jetzt noch nicht? Freiburg und Ulm. Freiburg, Ulm, okay. Ihr geht bitte nach Freiburg und helft dort mit. Und von euch schicken wir nochmal ein paar Leute nach Ulm. Und dann sollten wir endlich diese beiden kleinen Mini-Teile da unten erobern, bald, hoffentlich. Und hier haben wir gewonnen. Dann gehen wir hier mal nach Göteborg weiter. Und ich hoffe einfach, dass mich hier wirklich nicht der Nachschub bald umbringt, aber es könnte, glaube ich, durchaus sein. Ist fast zu erwarten. So, wie sieht es in Hamburg aus? Okay, das könnten wir auch bald haben. Freiburg offenbar noch immer. Okay, da kommen die Truppen gleich hin. Dann sollte das auch in Ordnung sein.
frage jetzt nur, sobald wir dann hier alles erobert haben, und das wird ja bald der Fall sein, what next? Also, was machen wir danach? Wen greifen wir an? Weil mit Österreich anlegen... Also, das wird, glaube ich, eher vielleicht nicht ganz so positiv für uns ausgehen, wenn wir es mit Österreich anlegen. Wir bekommen immer so wenige Ideenpunkte, weil wir immer verlieren. Simon, haben wir es hier mal gewonnen? Dann geht ihr bitte nach Nörköping. Schwedisch. Gut. Würdet ihr mir Stralsund schon geben? Ja, aber mit zusammen mit Kiel und dann auch noch Hamburg wird das sicher nicht gehen. Also ich muss, glaube ich, zwei getrennte Friedensabkommen schließen. Immerhin belagere ich jetzt überall, wo ich das will und kann. Gut, kann ich jetzt von Dänemark bitte endlich im Frieden die beiden Provinzen bekommen? Kiel und Hamburg. Sie würden dieses Angebot annehmen. Sehr schön. Wohlan, Frieden mit Dänemark.